Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Taschenlampenvideo. Und heute wieder ein wunderschönes Modell von Lumintop. Das eignet sich auch hervorragend in dieser Verpackung. Ne? Wenn ihr eine Freundin am Start habt, ne, und wollt das Ding hier mal klar schief machen, ne, und ihr einen Antrag macht, ne, dann haltet ihr das Teilchen unter die Nase und fragt dann, ne, Schatz, willst du mich heiraten? Und wenn sie das sieht, kann sie nur sagen, ja, ich will diese Taschenlampe haben. Das müsst ihr dann halt ausblenden. Ne, Spaß beiseite. Wunderschönes Lämpchen. Wunderschön präsentiert. In so einem, tja, Schmuckkarton. So, jetzt aber zu der Lampe. Moment, wir nehmen sie erstmal raus. Da haben wir noch ein bisschen Zeug drunter. Da war der Clip drin. Ersatz. Gummidichtungen. Und noch so ein kleinen Karabiner mit Ringle, um das zu befestigen. Und noch ein bisschen Papierkram. Ziehen wir uns noch schnell die technischen Daten rein, dann haben wir das auch schon erledigt. Ah, schön. Ist schön alles hier beschrieben. Die gibt es nämlich in zwei Ausführungen mit Cree XPG2 R5 LED und Nichia LED, die 219 BT. Aber hier in der Ausführung mit XPG2 R5 LED macht sie im Low-Modus 5 Lumen für 36 Stunden, 32 Lumen für 4 Stunden und 110 Lumen für 30 Minuten. 553 CD und so knapp 50 Meter Reichweite haben, wo ich bei dem kleinen Lämpchen würde sagen, 25. Also ich ziehe da immer ja mal die Hälfte ab. Ne? Länge, Größe, Gewicht werden wir uns alles anschauen. Wird betrieben mit einer Doppel-A-Batterie, ist aus Titan und ist IPX8 zertifiziert. Also macht nichts, wenn das Ding mal ein bisschen nass wird oder ins Wasser fällt. Ne? Also Zubehör ist okay. Sie kam auch noch mit einer Batterie dabei, war eine Duracell dabei. War aber ziemlich schnell leer, dazu gleich mehr. Ja, dann schauen wir uns das Ding mal ein bisschen in der Nähe an. Hier vorne so ein Messingring, das liegt aber daran, dass da innen drin eben diese so ein Messingring ist mit Gewinde in beide Richtungen. Auf der einen Seite sitzt eben die Platine mit der LED und auf der anderen Seite noch der Anschluss für die Batterie und die Elektronikbauteilchen ein bisschen. Dann wird von der Seite drauf geschraubt, von der hier Seite der Körper drauf geschraubt und hinten der Deckel. Diesen Clip kann man umsetzen von hier nach da und dann kann man sie auch mal an die Schildmütze klippen oder so in die Hosentasche stecken. Da oben kann man durch ein winziges Löchchen ein Lanyard fädeln. Ist ein bisschen klein. Und wir haben bei diesem wunderschönen Modell sogar einen Endkappenschalter, ne? Der hier plan abschließt und ebenfalls höchstwahrscheinlich auch aus Titan ist. Wir haben vorne kleine Glasscheibe, einen grünen Dichtungsgummi darunter, einen Orange Spielreflektor und eben diese Cree XPG LED mit drei verschiedenen Leuchtmodi. Clip hält ganz gut und der Knopf ist in der Bedienung her eigentlich nur so ein Druckschalter mit einem ganz geringen Weg, den er zurücklegen muss, dass er angeht. Ne? Also das ist hier vielleicht einen halben Millimeter und hat einen kleinen Klicken. Ich mache es mal dahin ans Mikro. Cool zu bedienen. Sie hat kein Memory, startet immer im mittleren Modus. Dann geht sie in den schwachen und dann in den Turbo. Ne? High, 110 Lumen. Da muss man aber aufpassen, so ein bisschen bei dem Schalter. Finde ich zwar richtig cool, Endkappenschalter, den man dann nochmal schön tailstandfähig hinstellen kann. Man kann sie hier vorne hinstellen und sie rollt auch nicht weg durch den Clip. Aber wenn man sie das Lämpchen in die Hosentasche steckt, ne, wenn man da nicht aufpasst, das ist mir nämlich dann heute Morgen, muss mir das passiert sein, als ich es in die Hosentasche gesteckt habe und heute Mittag hole ich sie raus, war die Batterie leer. Da muss man dann irgendwie, ich bin noch Auto gefahren, wahrscheinlich beim Autofahren, im Sitzen, irgendwie mit der Hosennaht, dem Gürtel oder irgendwas, hat hier drauf gedrückt und hat halt diesen Schalter eben, diesen halben Millimeter da rein bewegt und diesen geringen Widerstand von diesem Druckschalter überwunden. Und dann muss die Lampe im mittleren Modus
in meiner Hosentasche angegangen sein. Man hat da keine Wärmeentwicklung bei 30 Lumen. Habe ich nicht gemerkt. Auf jeden Fall war heute Mittag eine neu eingesetzte Batterie, die ich erst vor 2 Tagen eingesetzt habe und nur ein bisschen nachts gebraucht habe, schon leer, ne? Also da weiß ich nicht so sicher, ob die Hosentasche die richtige Aufbewahrungsstelle für dieses Lämpchen ist. Das macht man vielleicht oben in die Hemdtasche oder in ein Etui oder wenn man ein EDC-Täschchen oder irgend sowas dabei hat. Denn in die Hosentasche geklippt, na, ist das mal ziemlich schnell passiert, diesen kleinen Druckschalter hier zu aktivieren. Und dann mit einer Triple A hast du natürlich nicht so lange Power, ne? Das kann gut gewesen sein, von heute Morgen bis zum Mittag, 4 Stunden, dann ist das Ding leer im mittleren Modus, ne? Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist das eine wunderschön designte Lampe. Wir haben schön hier vorne überall so Riffelung. Ist halt Titan auf Titan. Hat man immer so ein bisschen Gefühl, das kratzt ein bisschen, ne? Langes Gewinde, aber sauber geschnitten. AAA Batterie, kann natürlich auch ein AAA Analog Akku einsetzen. Wir haben am Lampenkopf keine Feder, da ist der harte Pluskontakt. Aber hinten im Kopf, im Endkappenschalter haben wir eine schöne kleine vergoldete Feder. Gummidichtung, na, das Ganze IPX8, macht also auch mal nichts, wenn es ins Wasser fällt oder nass wird. Sehr einfache Bedienung, einfach immer durchklippen. Er springt von einem Modi zum nächsten. Nach einer Weile, wenn man es wieder anmacht, startet er immer im mittleren Modus. So, schauen wir mal an, wie lang dieses kleine Lämpchen ist. Wir haben hier 73 ein Viertel Millimeter in der Länge. Wir haben einen Durchmesser an der Endkappe von 14,46 mm, am Kopf 14,42 und am Body so in der Mitte 12,6 mm. Und mit eingelegter Batterie bringt dieses winzige Titanlämpchen, ist eine Lithium-Batterie, Lithium, doch war doch glaube ich Lithium. Ich glaube, ich habe da noch eine Lithium gehabt, die sind natürlich etwas leichter wie. Ja, eine Lithium-Batterie, die sind etwas leichter als normale Alkaline-Batterien. Bringt das Lämpchen mit Clip gerade mal 28 Gramm auf die Waage. Genau eine Unze, ne? Eine Unze mit Lithium-Batterie, das ist wirklich nichts für dieses wunderschöne kleine Titan-Lämpchen. Vielleicht kann man es hier erkennen. Hier haben wir das Logo noch drauf oder ihr Bunny-Häschen hier, ne? Und dann steht hier Dumintop und hier drüben noch Tool TI, TI für Titan. Sehr dezent, sieht man kaum, also keine irgendwie so übermäßige, brutal große Laserung oder auffällig oder Gravur oder sonst was. Geht eigentlich richtig schön unter und dieser Messingring hier vorne, ne? Noch so ein bisschen als Eyecatcher. Ja, haben sie schon sehr schön hergestellt. Die meisten dieser Lampen sind meistens solche Drehkopfgeschichten, das habe ich am wenigsten gern. Endkappenschalter finde ich sehr gut, nur da in dem Fall muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht ist die Hosentasche für dieses Lämpchen nicht der richtige Platz, denn das hat man auch so sehen, mal ziemlich schnell angeschalten. Ne? Vielleicht macht man sie dann andersrum in die Hosentasche, wo dann stellt man es noch leichter an, dann wird man aber sehen, wenn sie leuchtet. Ich würde einfach sagen, das Ding muss vielleicht einfach irgendwie in einem anderen Täschchen oder in einem Rucksack oder sonst irgendwo einen Platz dafür finden, auch so direkt in die Hosentasche werfen, hat man das wahrscheinlich mal recht schnell angeschaltet. Ne? Da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Lumintops neue kleine Tool-Titan-Lampe. Finde ich richtig schönes Modell. Ja. Ringchen, Dichtungsgummi und der Clip war noch in dieser Tüte mit dabei. Ja, dann sage ich danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren. Immer schön Taschenlampe und
Reservebatterien einstecken oder vielleicht noch einen zweiten Akku, damit euch da unterwegs mal nicht das Lichtchen ausgeht. Ne? In so einem schönen Titanlämpchen. Okay, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbili. Macht's. Und jetzt noch ein bisschen im Dunkeln mit der kleinen Lampe. So. Mit diesen paar Lumen brauchen wir jetzt hier keine Action machen auf die große Hauswand. Aber man kann hier erkennen, dass man im Dunkel damit wunderbar sich zurechtfinden kann. Der schwache Modus, der reicht wirklich in einem stockdunklen Raum schon aus, um alles zu sehen, lang Strom zu haben und nicht sonderlich großartig aufzufallen. Da haben wir dann richtig schön hell, etwas über 100 Lumen. Das reicht dann auch mal für ein paar Meter mehr. Ja. Die kleine Titan-Tool im Dunkeln. Okay, ciao, das war's.